Das ist jedes Mal, was das soll, ey. Das tut unter vielen Mal mehr anstellen. Dies ist eine Botschaft an Sanctuary, der letzten Person des Widerstands. Pandora, wie ihr es kanntet, das Chaos, die Banditen, gibt es nicht mehr. Wenn ihr es zulasst, wird dies eine Ära der Ordnung sein, des Friedens. Ergebt euch einfach und ich verspreche euch, euer Tod wird schnell sein. Hat dir meine Rede gefallen? Im letzten Teil habe ich nichts gelogen. Ich werde viel Zeit damit verbringen, euch Banditenabschaum zu Tode zu quälen. Und ich werde jede Sekunde genießen, denn... sollte nicht zu viel verraten. Ich habe ein kleines Geheimnis, das... dass du nicht hören musst, dass du nicht hören musst. Augen auf die Straße, Amigo! Roland, bist du das? Ach, der Kammerjäger. Komm rein, schnell. Rolands Echo-Kommunikator ist hin. Wir brauchen deine Hilfe. In Schutt und Asche lege. Oh, und ich habe mich entschieden, dir mein Geheimnis später zu verraten, wenn du es verdient hast. Du bist der, von dem Commander Roland gesprochen hat. Derjenige, der Jack begegnet ist und überlebt hat. Wir brauchen deine Hilfe. Aber eins nach dem anderen. Schließ den Energiekern an den Schildgenerator an. Und du kannst uns helfen. Triff dich mit dem Mechaniker der Stadt. Scheiße, ich meine, Mist. Roland braucht deine Hilfe. Ohne ihn haben die Crimson Raiders keine Chance gegen Jack. Finde bitte heraus, wo Roland ist. Sanctuary. Er baut auf den Ruinen des besten interplanetaren Bergbauschiffs der Dahl Corporation. Jetzt letzte Zuflucht für Diebe, Mörder und Ausgestoßene. Willkommen daheim. Oh, Kacke! Du bist von Hyperion? Ich hab gehört, ihr seid alle Roboter und fresst Metall aus dem Müll. Als Roland verschwand, wusste ich, dass ihr Todesmaschinen kommen würdet, um mich zu holen. Falls du mich töten willst, solltest du wissen... Leben kriegst du mich nicht, du Roboter-Kackfass! Bist du Roboter-Kackmann? Kackfass hat er, glaube ich, gesagt. Moment! Da hänge mich einer mit dem Kopf nach unten an einen Telefonmast, überzieh mich mit Honig und überlass mich dem langsamen Tod durch hungrige Spider-Ants. Ha! Du bist kein Hyperion-Roboter. Du bist ein Kammerjäger. Das ist sowas wie ein Einhorn. Ich habe gehört, wie die Crimson Raiders darüber sprachen. Roland sagte mir, wenn er jemals verschwinden würde, sollte ich Plan B einleiten. Oder wie er es nannte. Plan, verwandle diese Stadt in eine großartige schwebende Festung. Nee, ich habe hier ein paar Treibstoffzellen.
Die wirst du brauchen. Oh, und du brauchst auch dieses Iridium. Iridium finde ich gut. Genau, Iridium heißt das Zeug. So war das. Jetzt die Treibstoffzelle. Oben wohl. Okay. Gehen wir ins Stadtzentrum und schließen diese Treibstoffzellen an die Triebwerkszünder an. Du brauchst noch eine dritte, weshalb ich dir das Ritrock gegeben habe. Du kannst die letzte Zelle in Earls Schwarzmarkt kaufen. Aber sei vorsichtig. Earl ist verrückt. Er hat mal einen meiner Wagen gefressen. Gabel. Was? Wenn du an Mord denkst, dann denk an Markus Munition. Nicht sterben, ich brauche dein Geld. Banditen von Sanctuary, wie ich hörte, ist ein neuer Kammerjäger in eure Stadt gekommen. Liefert ihn einfach an mich aus, dann werdet ihr belohnt. Keine Sorge, niemand wird dich ausliefern. Du bist unsere einzige Chance. Und nun zur neuesten Ausgabe von Achtung Eilmeldung mit Hunter Hellquist. Hier spricht Hunter Hellquist von Hyperion Truth Broadcasting. Das Banditennest Sanctuary wurde durch interne Machtkämpfe und durch die Stärke der edlen Hypipo... Olin sagte, wir brauchen einen Notfallplan, falls er verschwinden sollte. Deshalb all die Treibstoffzellen und so. Ist echt eine Schande. Er wollte dich wirklich kennenlernen. Ohne frisches Blut werden die Raiders nicht überleben. Und wenn man sieht, wie du diese Banditen erledigt hast, würde ich sagen, dass Blut genau dein Ding ist. Liegt dir quasi im Blut? Blut. Diese Nachricht geht an alle Crimson Raiders in der Gegend. Vier als Banditen getarnte Hyperion-Spione haben es auf Sanctuary abgesehen. Sie verstecken sich draußen in Three Horns. Spürt sie auf, legt sie um und findet heraus, warum sie hier sind. Was willst denn du? Kauf irgendwas, dann kriegst du diese Dreckstreibstoffzelle gratis dazu. Allein beim Anfassen sind mir zwei Finger weggefault. Und ich akzeptiere nur Iridium. Cash ist was für Clowns. Bullimong. Stumpfsinniger Name, nicht wahr? Ich hätte gern einen schöneren Namen, bevor mein Almanach in den Druck geht. Such ein paar Bullimong-Knochenhaufen, ja? Ich lerne etwas über ihre Ernährung und denke mir einen griffigeren Namen für die Viecher aus. Dies ist eine Nachricht für alle verbliebenen Crimson Lands auf Pandora. General Knox ist tot. Und wie ich die Lands kenne, werden die euch kaltlächelnd abschreiben und hier zurücklassen, anstatt ein Schiff zu schicken, das euch abholt. Wenn ihr nicht verhungern wollt, habt ihr zwei Optionen. Erstens, ihr werdet Banditen. Zweitens, ach, das war geil damals. Die Menschen von Sanctuary zu beschützen. Ich biete euch Nahrung, Unterkunft und die Chance für etwas Vernünftiges, etwas Bedeutendes zu kämpfen. Eine Chance, die Atlas Corporation euch nie gab. Roland, Ende. Uhu, drei Kirschen. Ja, Olli, hast gesehen, ne? Der Typ hier. Wenn ihr das hört und nicht so durchgeknallt seid, um zu verstehen, was ich sage, dann kommt nach Sanctuary. Es ist mir egal, was Jack euch erzählt. Oder wie gut geschützt ihr euch fühlt. Die Hyperion-Armee kommt, um euch auszulöschen. Wenn ihr überleben wollt, dann schnappt euch eine Waffe, kommt nach Sanctuary und schließt euch den Crimson Raiders an. Achso, das kostet dieses Iridium-Volk, ja? Jo. Jo. Erhöht dauerhaft die Anzahl an Objekten, die du in deinem Rucksack schon kannst. Drei kosten. Bleistift. Oh, habt ihr das Video jetzt auch? Ja. Jo.
Entschuldigung. Funktionieren. Kein Problem. Wieso? Geht doch. Das ist alles so wahnsinnig, ey. Ja, no refunds. Ne, vor allem, wieso? Geht doch. Hey, Kammerjäger. Wenn du zu den Crimson Raiders gehören willst, solltest du dich mit Elementarwaffen auskennen. Findest du nicht? Ich habe gerade eine Kiste mit brandneuen Maliwan Elementarwaffen reinbekommen. Sollen wir sie gemeinsam ausprobieren? Wir sehen uns also auf dem Schießstand. Versuchen wir es erstmal mit der Feuerwaffe. Flammenwaffen sind extrem effektiv gegen Fleisch, aber gegen Schilde taugen sie nichts. Zur Hölle mit euch, Banditen! Jetzt grill das Imperialistenschwein wie ein Skagsteak. Dieser Hyperion-Faschist fühlt sich wohl sicher, weil er denkt, sein Schild schützt ihn. Falsch gedacht. Siehst du, wie Schilde Feuer widerstehen? Um einen Schild zu... Nimm das, Jackfan. Ein paar satte Treffer mit einer Schottwaffe machen einen Schild schneller platt, als du den Kauf bereut. Was noch? So, ja. Gepanzerte Ziele wie diese verdammten Hyperion-Roboter halten ziemlich viel aus. Es sei denn, du hast eine Korrosionswaffe. Ein Papiermassenmord. Deswegen habe ich mit meinem Zero drei Sniper. Jetzt probier mal eine von den Slack-Waffen. Feuer, Blitz und Korrosion. Ja, jetzt wo er geslackt ist, sollte er ziemlich leicht zu erledigen sein. Wechsle die Waffe und schieß nochmal auf ihn. Super! Im Moment gibt es nichts zu erledigen. Versuch später nochmal. Pass auf dich auf. Ich glaube, der Safe war im Headquarter, ne? Aber. Ja. The prize of the gift is in Florida. No, I don't want to give it all today. Hey, Raiders HQ ist noch nicht offen.